Yo, Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers. Ich suche gerade nach was, nämlich meinem Bier. Ja, Bier Nummer 3. Eigentlich ja Nummer 2 für euch. Aber ja, es ist wieder passiert. Fraps hat wieder keinen Bock gehabt, den scheiß Sound aufzunehmen. Beim ersten Part habe ich noch geguckt, ob es funktioniert. Ab dem zweiten dann nicht mehr. Und was ist? 3 Parts ohne Sound. Wunderschön. Ich bin eigentlich schon viel weiter. Aber ey, nützt nichts. Man muss es nochmal machen. Also das heißt, es wird jetzt erstmal nicht mehr blind. Ich habe gerade einen Big Daddy geschrottet, der mir hier über die Quere kam. Um die Quere kam. Oh Gott, lag ich. Oh Gott, lag ich. Hoffentlich stabilisiert sich das bald mal. Ah, jetzt geht's wieder. Ein Tonband. So, und deswegen kann ich jetzt auch gegen den hier nicht kämpfen. Schon zum zweiten Mal diese Woche. Okay. Steinman hat an mir gearbeitet, aber seit der Explosion. Und hier ist das Geschenk. So wie vorher. Wenn ein Mädchen so lange allein ist, dann ist Zeit zum Nachdenken. Wer könnte mich so sehr hassen, dass er mich so zurichtet? Was habe ich ihnen angetan? Ich denke ständig an all die Verbrecher und Terroristen, die Ryan am Apollo Square eingekesselt hat. Und ich werde so zornig. Manchmal bekomme ich kaum Luft. Wenn ich sie nur zur Rede stellt und ihnen sagen könnte, was sie mir angetan haben. Wie sie mein Leben und Rapture ruiniert haben. Vielleicht würde ich mich dann besser fühlen. Ja, vielleicht würdest du dich dann besser fühlen. Aber jetzt habe ich erstmal das Geschenk von Tenenbaum angenommen. Nämlich dafür, dass ich wieder Lenzistis gerettet habe, 3 Stück. Und nun habe ich wieder ein paar Verbandskisten bekommen, habe 3 Fähigkeiten von mir upgradet und nun geht's los gegen den hier. Warum? Oh Gott, das war knapp. Bitte alles nachladen. Es ist zum Kotzen. Nee, ehrlich, es ist echt zum Kotzen, dieses ewige Nachgelade und dann steht er auf dem Boden und ich sehe nichts mehr und plötzlich kommt er ran, ne, und... Was ist das ein... Boah, sie hat ein WW am Knie, ist ja echt doof. Na, komm her. Ja, was sagst du gegen die Rockets, Pitch? Mein Gott, ey, aber man kann auch wirklich nicht gut ausweichen gegen den. Ach, natürlich verballere ich wieder mein ganzes Arsenal nach dem Splittergranaten, bitte. Aber den brauchen wir. Auf jeden Fall brauchen wir den, Leute. Deswegen nützt es auch nichts. Wir müssen unser Arsenal nach dem verballern. Wo ist er jetzt? Wo ist er? Ist er oben? Unten war nicht? Ja, gute Arbeit. Oh, nee, Mann. Ich will doch nur den Big Daddy, Mann. Oh. Der ist oben. Tschüss, du Wichser. Tschüss. Ja! Und am Schluss nochmal selbst umgebracht. Wuhu! Ah, Mann. Bist jetzt wenigstens tot? Ja, ist er. Der ist tot. Oh, hör auf, hör ja auf zu weinen. Hör ja auf zu weinen, du Scheißgöre. Oh. Halt die Klappe. Oh, Mann, ey. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, weil ich ja jetzt schon weiß, was ich machen muss und ich ja schon einigermaßen geübt bin, die letzten 2 Gemälde, die wir jetzt hier noch sammeln müssen für den Sander Coem, das alles in einen Part zu packen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Mal sehen, ob ich es schaffe. Ich habe es eigentlich vor, weil ich weiß ja schon, was kommt. Das würde sehr gut passen. Gut. Wir müssen wieder zum Poseidon Plaza und da brauchen wir nämlich jetzt dieses Plasmid hier abfackeln. Nämlich, weil da geht es gleich weiter in diesem Eisraum. Und zwar war nämlich hier irgendwo diese Tür, die eingefroren war. War es die hier? Ja. Yep. So, kann man nämlich schmelzen. Und dann kommen wir hier rein. Wunderbar. So. Warten jetzt nicht hier irgendwie tausende Gegner?
Ja, ich glaube, hier kommt Spider Splicer. Jupp, da kommt schon der erste. Ohne Geräusch mal, ne? Ach, ist das toll, wenn man vergisst nachzuladen. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Wie bitte? Denken Sie daran. Wo war denn jetzt hier? Sind Parasiten. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Vandalen sind Parasiten. Okay, Moment. Wo ist der Robo-Freund? Da ist der Robo-Freund. Hacken. Oh. Schnell hacken den Freund. Keins, den ich brauche. Jetzt kommt eins. Ja, genau. Oh. Ach so, Alter. Oh! Hack den Scheiß jetzt! Ich lass mich jetzt umbringen, ey. Ganz ehrlich, ey. Ach Leute, es ist immer das Gleiche. Es ist genau wie bei StarCraft. Ich habe da einfach jetzt keine Laune mehr drauf, weil ich eigentlich das schon geschafft habe, aber nein. Ich darf es natürlich nochmal machen, weil Fraps nicht aufnimmt. Ja, okay. Egal. Komm, Leute. Ist egal. Wir müssen es eben nochmal machen. Und ich komme auf jeden Fall locker klar mit so 1000 Splicern. Big Daddy ist da auch schon rumgerannt. Ich glaube, das ist einer ohne Little Sister. Komm doch jetzt mal her. Ja, nee, du heilst dich jetzt nicht. Nee, tust du nicht. Das fühlt sich wahnsinnig gut. Alles klar, so. Bumm und tot. Einmal. So, wo ist der nächste? Da ist der nächste. Und tschüss. Und der nächste. Und tschüss. Und da kommt der nächste. Und wieder keine Munition mehr. Ey. Das Nachladen dauert hier echt scheiße lange. Tut mir echt leid, ne? War's das jetzt mal? Das muss ich auch noch hacken. Aber dann... Ich habe genug Cash, Leute. Ich kann mir hier ordentlich was kaufen. Oh, oh. Moment. Okay, okay. Ja, genau. So. So. Und dann so. So. Und so. Eins noch bitte. Bitte. Ach, da, Glück gehabt. So, fertig. Okay. So, jetzt hier. Oh. So. Moment mal, gibt es hier noch irgendwie Munition? Nein, auf jeden Fall nicht sehr billig. Moment, habe ich noch Bazooka-Zeug? Ja, habe ich. Okay, dann wird der jetzt auch gleich gegrillt. Ja, komm her. Jaha, jaha. Hast du immer noch nicht nachgeladen? Oh mein Gott. Ach so. Es kommt natürlich noch ein Splicer dazu, war klar. So, jetzt habe ich nur noch Waffe. Ich hasse dich so hart, Mann. Ah! Huhu. Aua. 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 Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Ist okay. Ich glaube nicht, dass ich das alles in diesem Part schaffe, aber ich werde es mich bemühen. Also immerhin habe ich jetzt schon einen Big Daddy gerade platt gemacht, während ihr nicht zugucken konntet. Tut mir echt leid. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, aber er war auch nicht spektakulärer als der Kampf jetzt gerade. Oder der vorhin gerade. Aber dann habe ich in einem... Aber okay, in einem Part zwei Big Daddies reicht auch. Also reicht auch.
Glaubt ihr, es reicht auch? So, bam. Ist tot. Sei doch tot, verdammt. Danke. So, gut, Leute. Wir haben jetzt alle Big Teddys schon in diesem Bereich jetzt gemacht. Danke, dass du mir geholfen hast. Oh, sehr schön, bitteschön. Vorher noch rumweinen und jetzt Danke sagen. Ich glaube, ich spinne. So, nicht alles rausfeuern, aber ein bisschen was brauche ich. So, ein bisschen Schrot habe ich noch, wunderbar. So, wie ging es denn jetzt weiter? Jetzt sind wir hier wieder in so einer Art Backoffice von Fort Frolic. Und hier war was Doofes. Moment, da muss ich nicht rein. Ich weiß es leider noch, ich muss da nicht rein. Glaub mir einfach, da ist nur ein Haufen Schrott. Und... Oh, das Lied. How much is this doggy in the window? Wo kommt das Musik her? Die müsste ich jetzt hören. In the window. Die Musik ist echt toll hier, muss ich sagen. Garden XXX. Da war was Interessantes, glaube ich. Pass auf. Passt auf, Leute. Na, wenn das nicht der lang verschollene Andrew Ryan ist. Komm her, Tiger. Oh, komm, da folgen wir gleich mal, obwohl es ein Geist war. Ich dachte schon, du hättest die arme Jasmine vergessen. Aber niemals, da bin ich Baby. Ich bin froh, dass das nicht der Fall ist. Ich wusste nicht, dass Fontaine etwas damit zu tun hatte. Was machen Sie da? Nein, bitte! Subitumierte. Ah! Ich hasse es, ich erschrecke mich jedes Mal. Please let me explain. Mamma, it's a shame. Reason. Wochenübersicht. Na Quatsch. Sehr schön. Wir gehen mal. Patron hat sie noch bei sich gehabt. Und ein Tonband hinterlassen. Was ist da noch? Und ein paar Dollar. Oh, ein paar viele Dollar. Schön. Und ihren Safe wollen wir auch noch knacken. Brauchst du bestimmt nicht mehr, was da drin ist. Oh, das ist so ein ganz toller Safe-Moment. And say you understand. Nein! Nein! Oh, doch, ja, richtig. Oh, ja. Oh Gott, habe ich jetzt ein Glück gehabt. Okay, alles da. Huh, das war knapp. Oh, wunderbar. Und noch einen kleinen Wein am Schluss. Wird man hier eigentlich mal bedient? So, und jetzt kommt der. So, und jetzt kommt was Spannendes, Leute. Vielleicht unternehme ich einfach was. Du verstehst? Den Typ müssen wir jetzt nämlich klatschen. Ich habe kein Eve mehr. Wunderbar. Jetzt müssen wir den hier verfolgen und abschießen. Das ist der erste Splicer mit Waffe, den ich sehe, der für uns wegläuft. Schon von Anfang an. So, den müssen wir jetzt... Ach, nein! Scheiß, Kack. Ich hab gesagt, ach, scheiße, die Säule behindert mich. Scheiße, verdammte Kacke nochmal. Bitch. Ah. So, jetzt geht's weiter mit ganz normalem Schrot. Ja, ich bin immer noch da, Bitch. Und erinnert mich so ein bisschen an Django. Diese ganzen Beleidigungen hier. Scheiß Wichserschwein. Kann aber ziemlich gerade laufen. Und ja, lad noch gechillt weiter, Jackie Boy. Ist okay. Ah, Arschloch.
Moment. Ich müsste eigentlich gleich Ach Gott, ich Idiot. Ich hab gesagt, scheiße, verdammt. Es ist nervig, echt. Da habe ich dich. So, und von dem hier muss ich jetzt ein Foto machen. Boots. Da hast du deine scheiß Foto, du alter Perversling. Ja, dann mal doch mal schön, mein Freund. So, und jetzt rastet er einfach mal aus hier und die Musik wird eingeleitet. Und es kommt einfach überall einfach mal Splicer und wollen wir einen Kragen. Total geil, oder? Einmal. Zweimal. Nichts. Okay. Ah! Ja, und die muss ich jetzt alle töten. Verpiss dich, Mann. Verpiss dich doch. Ich brauche eine andere Waffe. Wo sind die? Ja, genau. Einmal nochmal den, dann du krabbelst hier nicht rum. Hörst du auf? Keine Munition mehr, wunderbar, so frage ich das doch. Mich juckt's am Auge, ah! Okay, mit was mache ich weiter? Schrot. Boom. Ich frage mich manchmal, warum die so wegelektrisiert werden, obwohl ich nichts mache. Hallo. Und tschüss. Ah, ey, diese Musik auch noch dazu. Wunderschön. Ach so, Alter, was ist denn jetzt los? Muss ich die jetzt so lange bekämpfen, bis die Musik aus ist? Oder hört es auch irgendwann auf? Ja, das macht Spaß hier, wie Sau. Ach, ist schon okay. Hm. Ja. Da war jemand um die Ecke. Okay, ganz toll. Ja, dann haben wir nur noch eine Pistole. Gut, Leute. Also ich würde sagen, wir machen diesen Part auf jeden Fall noch jetzt die letzte Aufgabe, weil dann wird auf jeden Fall was Schönes passieren und praktisch auch das Ende des Kapitels. Wir werden dann nämlich rausfinden, ob der Typ uns wirklich hilft oder nicht. Hm, dann seid mal gespannt. Nein! Moment, wo muss ich hin? Ah, genau, ich muss immer noch diesen Typ da töten, komischerweise, weil ich dachte ja eigentlich, dass es der Typ gewesen wäre, den ich da gerade verfolgt habe, aber nein, das war er nicht. Jetzt passt gut auf, wer das nämlich war. Oder ist. Warum wird das Theater dicht gemacht? Weil Krieg herrscht? Ich stehe mir zu! Wichser! Die anderen haben noch
Gefahren und die Versuchung, sich trotz der Ausgangs- So, das war irgendwo hier. War das hier? Eve's Garden? XXX? Nein, das war's nicht. Da war's auch nicht. Was zum Teufel? Was hat nach mir geschossen? Casino vielleicht? Öh, hier war ich noch gar nicht. Ach man! Okay, Leute. Ah. Moment, ganz doofer Ort zum Kämpfen, ganz doof. Und du bist mein neuer Oberfreund. Gut, dann hacken wir jetzt erstmal, warum ist eigentlich jetzt gerade alles schwer, was ich hacke? Hallo. Boom. Vandalismus. Nein, reaktivieren. Ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Vandalen sind Parasiten. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie Alter, daran. Bitte mehr. Oh, ich krieg zu viel. Nee, ehrlich, ich krieg echt zu viel. Was? Wie bitte? Also, das ist doch jetzt echt ein Witz, ne? Muss ich jetzt echt... Leute, ich schnall's gerade echt nicht mehr. Ich schnall's nicht, Mann! Oh, Mann, ey! Gut, es wird doch nicht mehr in diesem Part alles erledigt. Ich hab keinen Bock mehr, ehrlich. Ich hab keine Munition mehr. Ich verbrauche alle meine Verbandskästen. Ach komm, Leute, nee. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Das hat gerade keinen Sinn. Also ich bin gerade viel zu sehr drauf aus, das so schnell wie möglich zu machen. Und das verdirbt euch auch das Let's Play, glaube ich, ein bisschen. Also dann, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.